Und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Liebe Box, yay. Das hat diesmal klein bisschen länger gedauert. Und seit diesem Jahr, und das finde ich total spannend, also seit diesem Jahr ist jeden Monat entweder ein Produkt, was es noch nicht gibt und erst später zu kaufen gibt, oder aber ein Produkt drin, was es gar nicht geben wird. Okay. Alles hier, alles, ne, angepasst an die Haarfarbe. Ja, und das finde ich total spannend. Ich habe Anfang Februar schon gesehen, was diesmal in der Wiffbox drin ist. Aber umso mehr habe ich mich auf die Wiffbox gefreut. So, ich habe nur schon aufgeschnitten. Oh, aber wahrscheinlich nicht genug. Oh, Himmel. Für alle die, die noch nicht wissen, was eine Wiffbox ist. Die Wiffbox ist wie so eine Art Goodiebox. Die jeden Monat neu bei Scentsy gibt. Viele legen sich die in den Scentsy Club. Und die meisten vor allen Dingen ab einem Betrag von 85 Euro im Club gibt es einen Artikel zum halben Preis. Und da schmeißen sich die meisten die Wiffbox rein und haben die dann für 25 Euro. So, was ist das Thema? Wäsche zum Lieben. Also ich bin immer noch froh, dass die Dinger hier jetzt in A5 sind und nicht mehr in A4. Dann lass uns mal lesen. Saubere Wäsche mit Scentsy-Duft ist bessere Wäsche. Wir haben frische, luftige Düfte und Produkte für Ihre Wiffbox im Februar ausgewählt. So wird das Wäschewaschen die schönste Aufgabe der Woche sein. Naja. So, Käppchen. Dann haben wir einmal drin Pink Cotton Sandpack. Der ist ja ursprünglich gedacht für in unsere Scentsy Buddies, also die Kuscheltiere von Scentsy, damit die auch beduftet sind. Ich habe sie aber zum Beispiel auch im Spind hängen, bei mir in der Umkleide auf der Arbeit. Es gibt vielerlei Verwendung dafür. Dann ein Scentzirkel, Magnolia Linen, ein wunderschöner floraler Wäscheduft. Damit habe ich auch gerade eine Maschine an. Ich wasche gerade meine Arbeitskleidung. Ja, dann Clean Breeze, die sanfte Schwester von dem starken großen Bruder Clothesline, habe ich all die Jahre jetzt immer schon erzählt. Frischer Wäscheduft, aber nicht so dominant und penetrant. Also Clothesline, den ich sehr liebe, der hat schon Bäm. Also das ist richtig ein ganz starker, frische Wäscheduft. Also für mich auf jeden Fall. So, Cotton Candy Tails. Und jetzt, das passt ja heute alles hier, ne? Oh! Moment, oh, kommst du raus? Das ist mal eiskalt, das war, weil er gerade erst angekommen ist. Süßlich. Aber auch zuckrig. Aber wie so eine Art brauner Zucker, aber nicht schlimm brauner Zucker. Ne? Ihr wisst, ich habe Rüdel mit braunem Zucker.
So ein bisschen. Der ist noch zu kalt. Ja, also ein süßer Duft. Was für die Food-Liebhaber. Fuji Flower. Nee, Fuji. Oh, Fuji Flower. Fiji Flower Scent Fresh. Also ein Textilerfrischer und ich liebe diese Dinger, weil ich damit fast einsprühe. Ne? Wenn ich Sofa sauber mache im Anschluss hier mit, manchmal abends, bevor ich ins Bett gehe, über das Bettzeug. Wenn ich mal eine Bluse an, nur einen Tag anhab, ja, und ich habe mal nicht gesabbelt, dass irgendwo ein Fleck ist, ja, das schmeiße ich dann nicht direkt in die Waschmaschine. Warum auch? Gell? So, da mache ich einmal hier mit drüber und hänge das in den Schrank und fertig sind wir. Mega. Also ich liebe die Textilerfrischer. Dann einmal Washer Whiffs in Windowsill Breeze. Mag ich gar nicht. Das ist auch ein frische Wäscheduft, aber in extrem. Der, oh, als Washer ist hier drin geht es. Der ist wirklich extrem. Ein extremer Wäscheduft. Frische Wäsche. Also der ist als Wachs, ist der selbst mir too much. Und ihr wisst, ich brauche krachig. Aber hier. Ich finde die Cover ja auch immer so schön. Guck doch mal. So, und jetzt das Highlight der Box. Und als ich das erfahren habe, dass wir das endlich kriegen, bin ich hier ausgeflippt. Und das werde ich sofort am 1. März bestellen, weil ich habe die Befürchtung, das wird eins der Produkte sein, die ziemlich schnell ausverkauft sind. Wir haben jetzt auch in Deutschland das Sensi-Raumspray. Ja! In 10 verschiedenen Duftrichtungen. Neu formuliert. Das hier ist jetzt auf Wasserbasis. In Amerika und Kanada gab es die ja auf Ölbasis. Das war extreme Rutschgefahr wohl zum Teil. Kann ich mir gut vorstellen, ne? Wenn du das so sprühst und du hast Fliesen und ja, das hier nicht. Ein ganz, ganz feiner Sprühnebel. Ich will mal gucken. Trotzdem schüttel ich, ne? Also, ob ihr hier so seht, wie der Sprühnebel ist. Könnt ihr sehen, gell? Also, ein ganz, 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 ganz feiner Nebel. Und ich bin, also nicht nur ich, ne? Wir alle sind ausgeflippt. Yeah, Raumspray. Darauf haben wir so lange gewartet. Und jetzt ist es da. Wie gesagt, in 10 verschiedenen Sorten. Aber dazu dann mehr im März. Ne? Weil, wie gesagt, das gibt es ja jetzt noch nicht, sondern ab 1. März. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich so darauf. Also da werde ich in jedem Raum werde ich eins stehen haben. Das ist schon mal ganz sicher. Weil oh, kostet 12,75. Da sind 80 Milliliter drin. Und mit diesem feinen Sprühstoß wird man da extrem lange mit auskommen. Und wie gesagt, das hier ist jetzt Clothesline, mein liebster frische Wäscheduft. Das wird so toll. Ich freue mich. Hier, ah ne, Quatsch, das war der Deckel.
Wie gesagt, ich schüttel das immer, warum auch immer irgendwie. Ich schüttel immer alles. Ja, das war die Riffbox Februar. Toll, tolle Box. Ich bin mal auf die, na, sag schnell, Märzbox gespannt. Wie gesagt, immer ein Produkt, was es entweder noch nicht zu kaufen gibt oder gar nicht zu kaufen gibt. Das reizt mich ja total. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn ihr, ne, als erstes ein neues Produkt testen wollt, dann holt euch die Wiffbox. Ihr Lieben, ich freue mich so. Wir hören uns ganz bald wieder. Macht es gut. Bis demnächst. Ciao.